Pressegespräch zur ISH. Am 7. Dezember fand an historischer Stelle in der Saalburg, einem ehemaligen römischen Kastell bei Bad Homburg, eine Podiumsdiskussion für den Bereich Wasser der Weltleitmesse ISH statt, die vom 14. bis 18. März 2017 auf dem Frankfurter Messegelände ihre Tore wieder öffnet. Vertreter der Industrie, des Handwerks und der Messegesellschaft erörterten das Konzept sowie die Highlights des anstehenden Branchentreffs. So wird unter anderem in der Erlebniswelt Bad neben Produkt- und Herstellerneuerungen ein vielfältiges Rahmenprogramm geboten. Ein Trendthema neben der Individualisierung und Digitalisierung soll das Bad in einer Funktion als Gesundbrunnen sein. Herr Wischmann, die ISH 2017 wirft ihre Schatten voraus. Das Thema Bad als Gesundbrunnen steht im Fokus. Was kann der Sucher dabei erwarten? Ja, hoffentlich viele neue Produktinnovationen zum Thema Bad und Gesundheit. Wir haben ja bereits bei der letzten ISH das Thema eigentlich eingeführt an die Branche, wieder neue Studien gemacht, Studien ausgewertet. Das Bad hat eine gesundheitsfördernde Wirkung, ob es die Badewanne ist mit den Auftriebskräften, die Dampfdusche, die Sauna, die Wiederentdeckung der Kneipp-Thematik. Und ich glaube, wir werden einige mehr Produktideen sehen und vor allen Dingen auch Bäder diese gesundheitsfördernde Wirkung leben durch ihre Produkte, durch ihre Planung. Und die ISH ist dort wieder ein Gradmesser, eigentlich auch Themen und Trends zu besetzen. Und insofern glaube ich, dass von dieser ISH eine ganz starke Wirkung ausgeht, auch das Thema Bad und Gesundheit in die Öffentlichkeit, in die Branche zu tragen. Die Weltleitmesse für Erlebniswelt Bad, Gebäude, Energie und Klimatechnik sowie erneuerbare Energien präsentiert zahlreiche Sonderschauen, Fachvorträge mit Best-Practice-Beispielen, Podiumsgespräche, Wettbewerbe und Rundgänge, die den Besuchern Gelegenheit bieten, sich zu informieren, zu diskutieren und neue Kontakte zu knüpfen. Ja, der Handwerksbetrieb, glaube ich, kann ein großes Feuerwerk erleben. Ja, einmal was hinter der Wand ist, was die technische Seite anbelangt, ob das heißt Heizung, Bad, Rohrleitungen, Technik an sich selber anbelangt und auch, dass er diese ganze Vielfalt von Vorschriften, die er beachten muss, auch dementsprechend umsetzen kann mit den richtigen Materialien. Auch was Vorderwand bedeutet, was Design, Trends anbelangt für das Badezimmer an sich selber, Barrierefreiheit. Eine neue Sonderschau für das Handwerk rundet das vielfältige Angebot der Messe ab. Unter der Überschrift Werkstatt Bad, wir zeigen Zukunft, soll die Zukunft der Badinstallation und die Vorteile der Vorfertigung für den Badprozess anschaulich und praxisnah präsentiert werden.